In der heutigen Vorlesung wollen wir uns ein bisschen Richtung Weltall bewegen. Dazu schauen wir zuallererst einmal die Bewegung einer Rakete an, die es uns ermöglicht, die Erde zu verlassen. Dann werden wir die Umlaufbahn genauer betrachten und erkennen, dass wir sie als freien Fall auffassen können. Sie werden die Fluchtgeschwindigkeit kennenlernen, berechnen können. Und dann wollen wir den Begriff Gewicht und Schwerelosigkeit ein bisschen unter die Lupe nehmen. Danach beschäftigen wir uns mit der Gravitation und dem Gravitationsgesetz. Sie werden die Keplerschen Gesetze und ihre Auswirkungen kennenlernen. Und ganz zum Schluss schauen wir uns noch Gezeitenkräfte und die Ursache von Ebbe und Flut an. Gucken wir uns also zuallererst mal die Rakete an. Was ist eigentlich eine Rakete? Unter einer Rakete verstehen wir ein System, das am Anfang eine ganz bestimmte Masse hat und dann einen Teil seiner Masse mit einer gleichförmigen Rate nach hinten ausstößt und dadurch immer leichter wird. Die einfachste Variante einer Rakete, die Sie bauen können, ist, wenn Sie sich einen Luftballon nehmen, den aufblasen, aber nicht zuknoten, sondern dann einfach loslassen. Dann wissen Sie vielleicht alle schon, dann fliegt der Luftballon durch die Gegend, weil er nämlich die ganze Zeit hinten Luft ausstößt. Das ist also das Grundprinzip der Rakete. Und wir wollen jetzt herausfinden, warum fliegt die Rakete überhaupt los und wie verändert sich ihre Geschwindigkeit unter bestimmten Voraussetzungen. Die Voraussetzung, die wir annehmen wollen, damit das System halbwegs einfach zu beschreiben ist, ist, dass die Masse, die unsere Rakete nach hinten rauswirft, immer aus Sicht der Rakete mit einer konstanten Geschwindigkeit c ausgestoßen wird. Das ist also diese einschränkende Annahme, die wir machen wollen, aber die ist unter vielen Bedingungen und vor allen Dingen insbesondere bei echten, realen Raketen immer gegeben, denn dort hängt die Ausstoßgeschwindigkeit des Treibstoffes von der entsprechenden Temperatur der jeweiligen Verbrennungsreaktion ab und das ist sehr, sehr, in sehr, sehr guter Näherung konstant. Von daher ist das kein, also beschreibt es die Realität sehr gut, diese Annahme. Eine Schwierigkeit, wenn man die Rakete untersuchen möchte, ist, aus welcher Perspektive betrachtet man sie eigentlich? Die normale Perspektive, die wir haben, wenn wir so eine Rakete uns anschauen, ist, wir stehen also hier am Erdboden, das sind wir, dieses kleine grüne Männchen, und dann startet die Rakete und fliegt von uns weg und wir beobachten ihre Geschwindigkeit vom Erdboden aus, also wie sich die Geschwindigkeit der Rakete vom Erdboden aus verändert. Man könnte natürlich sich auch auf den Standpunkt setzen und sagen, wir gehen in das Bezugssystem der Rakete, nur dann wäre ihre Geschwindigkeit eben immer null und das würde uns relativ wenig bringen. Also deswegen bleiben wir bei dem Bezugssystem Erde. Wenn wir uns jetzt allerdings anschauen, welche Kräfte wirken eigentlich auf unsere Rakete aus dem Bezugssystem Erde heraus, so, dann haben wir ja am Anfang eine ruhende Rakete, die trägt den ganzen Treibstoff und das Einzige, was passiert, ist, dass die Rakete ihren Treibstoff rausschmeißt. Das heißt, im Grunde wirkt hier überhaupt gar keine äußere Nettokraft auf unsere Rakete, außer natürlich die Gewichtskraft, die sie von der Richtung Erde zieht und die von der Erde auf die Rakete ausgeübt wird. Diese Gewichtskraft, die wollen wir jetzt bei der Untersuchung der Raketenphysik nicht betrachten. Das heißt, wir betrachten eine Rakete ohne Gewichtskraft, die also zum Beispiel anfängt, dann im Weltall ihren Treibstoff rauszuwerfen. Dadurch bekommen wir schon alles Wichtige der Raketenphysik heraus und die konstante Gewichtskraft verkompliziert die Sache unnötig und deswegen lassen wir sie hier einfach weg. So, aber wenn wir eben unsere Rakete als Gesamtsystem betrachten, stellen wir dann eben fest, wenn wir die Gewichtskraft außen vor lassen, dass es also keine äußere Kraft gibt und dass deswegen natürlich der Impuls unseres Gesamtsystems, das heißt Rakete plus Treibstoff, die ganze Zeit konstant bleiben muss, auch wenn die Rakete startet und sich von uns entfernt. Wenn wir dagegen jetzt anfangen, unser System zu teilen, das heißt, wir betrachten einmal die Rakete abzüglich der Masse des Treibstoffs, den sie schon ausgestoßen hat, und den Treibstoff, der ausgestoßen wurde, dann ist das der Ansatz, dann haben wir es hier jetzt also mit inneren Kräften zu tun und diese inneren Kräfte, die ermöglichen es uns jetzt dann tatsächlich, die Beschleunigung der Rakete zu bestimmen.
Wir brauchen hier also jetzt unterschiedliche Sichtweisen und wir beginnen mit der Sichtweise, dass wir das Gesamtsystem betrachten, das heißt Rakete plus ausgestoßenem Treibstoff und da ist am Anfang der Gesamtimpuls null und muss die ganze Zeit auch wenn sie fliegt, immer der Gesamtimpuls null bleiben, weil ja wie gesagt keine äußeren Kräfte wirken. Der Gesamtimpuls ist P. PR sei der Impuls der Rakete und PT sei der Impuls des ausgestoßenen Treibstoffes. Jetzt können wir uns Kräfte überlegen. Wir wissen ja, Kräfte sind gleich Impulsänderung. Der Gesamtimpuls ändert sich nicht mit der Zeit des Fluges, das heißt, die äußere Nettokraft ist null. Aber jetzt können wir uns natürlich die inneren Kräfte anschauen. Also die Impulsänderung der Rakete entspricht der Kraft, die der Treibstoff auf die Rakete ausübt. Und die Impulsänderung des Treibstoffes entspricht der Kraft, die die Rakete auf den Treibstoff ausübt. Und wenn wir also aus diesem Zusammenhang für die Kräfte einfach den Treibstoffimpuls auf die andere Seite bringen, dann sehen wir also, die Impulsänderung der Rakete muss gleich der Impulsänderung des Treibstoffes sein. Und hier drin stecken zwei Dinge gleichzeitig, nämlich zum einen kann man das als Aktio gleich Reaktio auffassen, also die Kraft, die der Treibstoff auf die Rakete ausübt, ist gleich der Kraft, die die Rakete auf den Treibstoff ausübt. Oder einfach als Ausdruck der Impulserhaltung. Der Impuls war am Anfang null, also muss er die ganze Zeit gleich null bleiben, weil keine äußeren Kräfte wirken. Und deswegen muss die Impulsänderung der Rakete betragsmäßig gleich der Impulsänderung des Treibstoffes sein. Das, was hier hinter steckt, das wird übrigens häufig auch als Rückstoßimpuls bezeichnet. Also wenn irgendein Objekt Masse ausstößt oder etwas von sich ausstößt und dadurch Impuls abgibt, dann muss es ja selber diesen gleichen Impuls verlieren. Und wenn es also jetzt zum Beispiel minus P abgibt, muss es selber plus P bekommen, wenn vorher der Gesamtimpuls 0 war. Wir werden jetzt die Bewegung der Rakete über unseren Ausdruck für die Kräfte bestimmen. Das heißt also, das hier ist unsere Ausgangsgleichung und mit der werden wir jetzt die Bewegungsgleichung der Rakete bestimmen. So. Um diese Gleichung hier anwenden zu können, benötigen wir einen Ausdruck für die Impulsänderung der Rakete P.R und einen Ausdruck für die Impulsänderung des Treibstoffes P.T. So, diese Ausdrücke gewinnen wir, wenn wir hier jetzt mal hineinschauen. Der Impuls der Rakete zu jedem Zeitpunkt ist ja erstmal ganz allgemein m mal v, nur dass wir jetzt die Schwierigkeit haben, dass sowohl m eine Funktion der Zeit ist, als auch v eine Funktion der Zeit ist. Wenn wir also jetzt die Zeitableitung des Impulses der Rakete bilden, dann müssen wir hier jetzt die Produktregel anwenden, das heißt m Punkt mal v plus m mal v Punkt. Damit haben wir schon den Ausdruck für die Impulsänderung der Rakete. Gucken wir uns kurz an, was das M-Punkt ist. Wir gehen also davon aus, die Rakete hatte am Anfang eine Ausgangsmasse M0 und nun verliert sie also eine bestimmte Menge Masse, eine kleine Menge Masse durch den Treibstoff, die nennen wir dm, in einem bestimmten Zeitintervall dt. Das heißt, M-Punkt ist dm nach dt, also nichts anderes als die Änderung der Masse mit der Zeit. Gucken wir uns jetzt entsprechend die Impulsänderung des Treibstoffes an. Nun gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen der Rakete und dem Treibstoff. Die Rakete wird nämlich durch den Treibstoffausstoß die ganze Zeit beschleunigt. Das heißt, hier ändert sich die Geschwindigkeit permanent. Der Treibstoff wird jedoch nicht die ganze Zeit beschleunigt, sondern mit einer konstanten Geschwindigkeit c bei der Rakete ausgestoßen. Wenn sie einmal ausgestoßen ist, da ändert sich die Geschwindigkeit des Treibstoffes nicht mehr. Wenn wir also hier die Änderung der Geschwindigkeit des Impulses des Treibstoffes bestimmen, dann ist für den Treibstoff V Punkt gleich 0. Das heißt, dieser Term hier hinten, der verschwindet für den Treibstoff und wir haben im Prinzip nur noch M Punkt mal V für den Treibstoff über. Jetzt müssen wir aber aufpassen, weil wir das Ganze ja nicht aus Sicht der Rakete betrachten. Aus Sicht der Rakete wäre die Treibstoffgeschwindigkeit konstant. Wir müssen das jetzt natürlich aus unserer Perspektive hier von der Erde uns anschauen, die Geschwindigkeit des Treibstoffes. Und dann wird der Treibstoff natürlich immer mit der momentanen Geschwindigkeit der Rakete V abzüglich
der Geschwindigkeit des Treibstoffes C ausgestoßen. Die Geschwindigkeit der Rakete ist ja in die positive Richtung gerichtet. Die Geschwindigkeit des Treibstoffes ist in die Ausstoßgeschwindigkeit des Treibstoffes ist in die negative Bewegungsrichtung gerichtet. Und deswegen ist die Impulsänderung des Treibstoffes also M Punkt mal V minus C. Ja, in diesem V minus C steckt eben jetzt drin, dass unsere Perspektive hier fest ist und sich sowohl Treibstoff als auch Rakete relativ zu uns bewegen. Jetzt haben wir also den Ausdruck für P.R und den Ausdruck für P.T und das setzen wir jetzt hier in unsere Gleichung ein. Und wenn wir das machen, erhalten wir also diese Gleichung für die äußere Nettokraft, die ja 0 sein muss. Also die Impulsänderung der Rakete und dann minus der Impulsänderung des Treibstoffes. Jetzt sehen wir, dass sich der Ausdruck mit M Punkt mal V hier weghebt. Das heißt, das Einzige, was überbleibt, ist M mal V Punkt plus M Punkt mal C. Jetzt können wir das auf die andere Seite bringen. Und wenn wir das auf die andere Seite bringen, dann erkennen wir hier jetzt tatsächlich wieder die Gestalt unserer newtonschen Bewegungsgleichung wieder. Denn m mal v Punkt ist ja nichts anderes als m mal a oder mx Punkt Punkt. Und das ist gleich minus m Punkt mal c. Das heißt, hier diesen Ausdruck hier können wir als äußere Kraft auffassen. Und diese Kraft, die nennt man die Schubkraft. Das ist also die Schubkraft, die der Treibstoff beim Ausstoßen auf die Rakete ausübt. Damit haben wir also eine relativ einfache Bewegungsgleichung gefunden, die wir wieder integrieren können. Und das werden wir im nächsten Schritt tun. So, hier haben wir also unsere Raketengleichung. Auf der linken Seite also, die entspricht ma und die rechte Seite entspricht dann der äußeren Kraft auf unsere Rakete F. Und diese Kraft minus m Punkt mal c, die nennt man also die Schubkraft. Nun müssen wir uns kurz noch einmal das Vorzeichen klar machen. Wie kommt dieses negative Vorzeichen zustande? Das liegt natürlich daran, weil die Massenänderung der Rakete dm negativ ist. Die Rakete verliert ja die ganze Zeit Treibstoff. Und wir müssen uns eben klar machen, m Punkt ist gleich minus m Punkt Betrag. Und das führt natürlich dazu, also hier negativ, da ein Minuszeichen, dass insgesamt die Beschleunigung immer entgegengesetzt zur Ausstoßrichtung ist. Und das heißt, die Beschleunigung ist in die positive Bewegungsrichtung gerichtet. So, jetzt wollen wir diese Gleichung hier lösen. Und dazu verwendet man die Methode der Trennung der Variablen. So heißt das so schön. Dahinter verbirgt sich im Grunde nichts anderes, also dass wir jetzt zum Beispiel alle Ausdrücke mit m auf eine Seite bringen. Und hätten wir zum Beispiel auch noch andere Ausdrücke mit v, dann würden wir die auf die andere Seite bringen. Hier müssen wir also nur die m's zusammenfassen. Und das ergibt also hier jetzt v Punkt ist gleich minus c mal m Punkt durch m. Nun können wir die Zeitableitung einmal explizit aufschreiben. Dann steht da dv nach dt ist gleich minus c mal 1 durch m dm nach dt. Und das können wir jetzt mit dt multiplizieren und dadurch wird hier die Zeitabhängigkeit eliminiert und es bleibt über dv ist gleich minus c dm durch m. Das ist jetzt eine Gleichung, die können wir wieder relativ einfach integrieren, so wie wir es gelernt haben, nur dass wir jetzt eben nicht von t0 bis irgendein t integrieren, sondern wir integrieren also jetzt von der Startmasse m0 bis zu irgendeiner Masse m von t auf der rechten Seite, wo wir über die Masse integrieren. Und auf der anderen Seite müssen wir dann natürlich über v von m0, also zum Startzeitpunkt bis hin zu v von m von t integrieren. Und wir gehen davon aus, dass die Rakete aus der Ruhe startet. Das heißt, v von m0 ist gleich 0. So, die Integration der linken Seite liefert dann eben einfach v von t bzw. v von mt. So, die Lösung dieses Integrals auf der rechten Seite, die ergibt c mal ln m0 durch m von t. Wie können wir diesen Ausdruck hier verstehen? Wenn wir das also hier, dieses Integral lösen, das Integral von 1 durch x ist ja ln x und dann bekommen wir also hier minus ln m von t minus minus ln m0. So, und das ergibt also ln m0 minus ln m von t und die Rechenregeln des Logarithmus sind ja ln a minus ln b ist ln a durch b und dementsprechend ergibt das hier also ln m0 durch m von t und das Minuszeichen ist verschwunden.
So, jetzt können wir m von t noch explizit über unsere Startmasse und die Massenänderung hier ausdrücken. Es ist besser, das so zu schreiben, damit man hier keine Vorzeichenfehler machen kann. Und damit haben wir das Ergebnis für die Geschwindigkeit unserer Rakete, je nachdem, was wir möchten, als Funktion der Zeit oder als Funktion der Masse. So, jetzt haben wir hier also eine tolle Formel für unsere Geschwindigkeit gefunden, aber jetzt möchten wir diese Formel für die Geschwindigkeit auch noch verstehen und erkennen, was für eine Bedeutung da drin steckt. Und wenn wir sie scharf anschauen, dann sehen wir, dass die Geschwindigkeit, die wir erreichen, nur von zwei Dingen abhängt, nämlich zum einen davon, mit welcher Geschwindigkeit wir jetzt unsere Masse ausstoßen, das heißt der Ausstoßgeschwindigkeit c, und das, was hier drin steckt, ist nichts anderes als der Quotient der Startmasse zur jeweiligen momentanen Masse. Die Höchstgeschwindigkeit, die wir erreichen können, ist, wenn wir den gesamten Treibstoff ausgestoßen haben. Wenn wir die Masse, die dann überbleibt, nachdem der gesamte Treibstoff weg ist, die Leermasse m leer nennen, dann kriegen wir also heraus, dass unsere Endgeschwindigkeit, die wir maximal erreichen können, Ausstoßgeschwindigkeit multipliziert mit dem Logarithmus des Massenverhältnisses Startmasse zu Endmasse ist. Wenn wir also eine besonders hohe Endgeschwindigkeit erreichen möchten, dann müssen wir zum einen eine besonders hohe Ausstoßgeschwindigkeit wählen und ein sehr großes Verhältnis der Startmasse zur Leermasse erzielen. Also im Grunde sollte unsere gesamte Rakete quasi nur aus Treibstoff bestehen und dieser Treibstoff, der muss auch noch möglichst schnell ausgestoßen werden. Technisch stößt man dann natürlich auf Grenzen, weil man eben einfach ein Gehäuse braucht, das auch etwas wiegt und man seine Rakete nicht nur aus Treibstoff bauen kann. Die höchsten Austrittsgeschwindigkeiten, die man erzielen kann, sind ungefähr 3500 Meter pro Sekunde und das beste Massenverhältnis, was man realisieren kann, ist m0 durch m leer ungefähr 5. Und das limitiert natürlich auch die erreichbare Endgeschwindigkeit technisch auf etwa 5600 Meter pro Sekunde. Diese Geschwindigkeit reicht nicht aus, um die Gravitationsanziehung der Erde überwinden zu können. Das ist relativ einfach nachvollziehbar. Stellen Sie sich also vor, Sie wollen mit der Rakete zum Mond fliegen. So. Und dann ist Ihre Rakete, sagen wir mal, auf halbem Weg zum Mond ausgebrannt. Wenn dann fängt ja die Gravitationskraft der Erde an, die Rakete zu bremsen. Und wenn sie sie auf Null gebremst hat, bevor sie am Mond sind, dann werden sie wieder zur Erde zurückfallen und werden den Mond nie erreichen. Man braucht also eine bestimmte Mindestgeschwindigkeit. Und diese Mindestgeschwindigkeit, die reicht eben mit einer normalen, einfachen Rakete nicht aus. Die Lösung sind die sogenannten Mehrstufenraketen. Das Grundprinzip der Mehrstufenrakete ist ganz simpel. Man baut jetzt nicht einen Tank, sondern baut einfach mehrere Tanks. Und wenn der erste Tank ausgebrannt ist, dann schmeißt man diesen Tank einfach mit ab. So. Und das bedeutet, dass in den folgenden Stufen weitaus weniger Masse durch die gleiche Schubkraft beschleunigt werden muss. Und dadurch wird natürlich die Beschleunigung größer und erreicht größere Endgeschwindigkeiten. Typischerweise verwendet man heutzutage 3-Stufen-Raketen und die erreichen ausreichende Endgeschwindigkeiten, um die Gravitationsanziehung der Erde zu überwinden. Damit werden wir unseren Ausflug in die Raketenphysik leider schon beenden und werden uns jetzt dem nächsten Thema zuwenden, nämlich dem Thema Gewicht, Gravitation und Schwerelosigkeit. Zuerst wollen wir mal verstehen, wie überhaupt Umlaufbahnen von Planeten um Sonnen oder Umlaufbahnen von Monden um Planeten zustande kommen und wie man das eigentlich verstehen kann. Dazu machen wir ein Gedankenexperiment. Dieses Gedankenexperiment, das stammt von Newton, die sogenannte Newton kennen. Newton hat sich nämlich vorgestellt, was ist eigentlich, wenn ich mal auf einen Berg, der hier zart angedeutet ist, eine Kanone stelle und diese Kanone, die schießt jetzt eine Kanonenkugel ab. So, was passiert mit der Weite der Kanonenkugel, wenn ich die Abschussgeschwindigkeit, die Startgeschwindigkeit V0 immer weiter und immer weiter vergrößere?
Naja, erstmal macht es, es ist ja natürlich ein ganz normaler waagerechter Wurf, das haben wir schon gelernt. Das macht also hier dann so eine halbe Wurfparabel und wir ahnen schon, also je schneller ich abschieße hier, umso weiter wird die Kanonenkugel natürlich kommen und je höher mein Berg ist, aus dem ich abschieße, umso weiter wird die Kanonenkugel kommen. So, wir halten jetzt die Höhe des Berges konstant und erhöhen einfach nur unsere Abschussgeschwindigkeit V0 und wir haben eine ideale Kanone, da können wir die Abschussgeschwindigkeit beliebig hoch machen. Also machen wir sie mal ordentlich größer und wir kommen auch ein ganzes Eckchen weiter. Wenn wir sie noch größer machen, dann fliegt sie inzwischen schon so weit, dass wir tatsächlich die Krümmung der Erdoberfläche berücksichtigen müssen. Aber natürlich landet sie irgendwann auf der Erdoberfläche. So, jetzt machen wir sie noch größer und jetzt müssen wir schon die Kugelform der Erde berücksichtigen. Das heißt, wir schießen sie schon einmal um den halben Erdball. Und wir machen es immer weiter und jetzt schießen wir schon um einen halben Erdball. Jetzt schießen wir schon um drei Viertel Erdball. Und wenn wir noch größer machen, dann fällt sie irgendwann gar nicht mehr auf den Boden. Dann schießen wir nämlich um den gesamten Erdball. Wenn wir also diese Geschwindigkeit hier haben, eine bestimmte Abschussgeschwindigkeit haben, dann schafft es unsere Kugel überhaupt gar nicht mehr auf den Boden zu fallen. Sie möchte die ganze Zeit auf den Boden fallen, aber die Geschwindigkeit ist so groß, dass die Gewichtskraft eben gerade noch ausreicht, die Bahn zur Kreisbahn zu krümmen, aber sie kann die Kugel eben nicht mehr näher an die Erde heranziehen. Und genau das ist das, was Objekte machen, die sich in einem Orbit befinden. Also der Mond, der die Erde umkreist oder die Erde, die die Sonne umkreisen. Die befinden sich nämlich permanent im freien Fall und umfallen einfach ihren zentralen Körper. Ein Objekt auf einer Umlaufbahn befindet sich im freien Fall. Es umfällt die Erde, ist jedoch zu schnell, um jemals den Boden zu erreichen. Das ist der Hintergrund einer Umlaufbahn. Der Mond umfällt also die Erde und die Erde umfällt die Sonne und eigentlich umfallen sich sämtliche Körper im Universum. Eine spannende Frage ist sicher auch noch, mit welcher Geschwindigkeit V0 man eigentlich so eine Kanonenkugel abschießen müsste, sagen wir mal direkt an der Erdoberfläche, damit sie tatsächlich nicht mehr auf den Boden fällt, vorausgesetzt wir vernachlässigen Luftwiderstand. Das lässt sich einfach ausrechnen, denn in diesem Fall muss die Gewichtskraft die für die Kreisbewegung notwendige Radialkraft sein. Und den Ausdruck können wir einfach nach V0 auflösen. Und wenn wir das nach V0 auflösen, sehen wir, wie bei jeder Bewegung des freien Falls fällt die Masse heraus. Und V0 ist einfach Wurzel aus dem Erdradius mal der Erdbeschleunigung. Und wenn wir die Zahlen einsetzen, erhalten wir die grandiose Geschwindigkeit von V0 gleich 7,91 Kilometer pro Sekunde. Ja, Kilometer pro Sekunde, also nicht Meter pro Sekunde. Diese Geschwindigkeit nennt man übrigens erste kosmische Geschwindigkeit. So. Für andere Radien, also in einer bestimmten Höhe h zum Beispiel, ja, oder vom Erdmittelpunkt aus gemessen, da müssen wir dann eben einfach hier RE durch den jeweiligen Radius der Umlaufbahn ersetzen und dann bekommen wir die Geschwindigkeit auf der jeweiligen Umlaufbahn. Dazu habe ich Ihnen eine StudiVot-Frage mitgebracht. Gucken wir sie uns an. Und was ist richtig? Richtig ist natürlich jetzt, dass der Radius der Umlaufbahn kleiner wird, weil wenn die Geschwindigkeit kleiner wird, dann ist die Gewichtskraft stärker als die notwendige Radialkraft und deswegen zieht sie dann die Raumstation Richtung Erdoberfläche. Als nächstes wollen wir uns tatsächlich mal auf so eine Umlaufbahn begeben. Und Sie wissen ja alle, was passiert, wenn man auf so einer Umlaufbahn ist. Sie wissen, wenn man in so einer Raumstation ist, die sich zum Beispiel auf so einer Umlaufbahn befindet, dann ist man da schwerelos. Schwerelosigkeit kann man also im All erleben. Die Frage ist nur, warum kann man da eigentlich die Schwerelosigkeit erleben? Nun gibt es zwei Möglichkeiten und zwei Vorstellungen, die dahinter sitzen. Die eine ist, wenn wir uns also von der Erde entfernen, dann nimmt ja die Gravitationsanziehung ab. Die Frage ist nur, ob dieses Abnehmen der Gravitationsanziehung tatsächlich Schwerelosigkeit erklären kann. Wie weit reicht die Gravitationskraft der Erde?
Sie reicht ganz schön weit, sie reicht nämlich bis ins Unendliche. Das heißt, der können wir eigentlich da nicht so komplett entgehen. Nun könnte man aber denken, sie ist vielleicht da so winzig klein, dass man sie da was schon vernachlässigen kann. Aber wenn man das ausrechnet, stellt man fest, dass sie gar nicht so besonders stark abgenommen hat. Das heißt, die Gravitationskraft in einer Umlaufbahn ist vielleicht 80 bis 50% der Gravitationskraft auf der Erde. Und das ist noch was ganz anderes als Schwerelosigkeit. Wir wollen also jetzt verstehen, wieso man auf so einer Umlaufbahn schwerelos ist. Und das hat was damit zu tun, dass man auf so einer Umlaufbahn im freien Fall ist. Gucken wir uns also jetzt genau an, was ist eigentlich Schwerelosigkeit oder was ist eigentlich Gewicht? Denn Schwerelosigkeit ist ja Gewichtslosigkeit. So, die Antwort auf die Frage, was Gewicht ist, ist schlichtweg: Gewicht ist die Kraft, die eine Waage anzeigt, beziehungsweise noch genauer, es ist die Kraft, die eine Waage erzeugt. Denn eine Waage zeigt immer die Kraft an, die sie erzeugen muss, um eine andere Kraft zu kompensieren. So, also Gewicht ist die Kraft, die eine Waage erzeugt. Gucken wir uns das jetzt mal am ganz konkreten Beispiel an. Wir stellen uns also morgens auf unsere Waage und schauen, ob wir wieder ein paar Kilo zugenommen haben. Und dann lesen wir dort also eine bestimmte Masse ab und dieser Masse entspricht einer bestimmten Gewichtskraft. Aber tatsächlich ist es so, wir befinden uns auf der Waage ja in einem Gleichgewicht. Wir stehen und ruhen ja auf der Waage und nun wirkt auf uns die Gewichtskraft durch die Erde und die Waage übt auf uns eine Normalkraft aus. Und das, was die Waage anzeigt, das entspricht der Normalkraft, die diese Waage erzeugen muss. Also, das ist die erste Erkenntnis, die wir gewinnen müssen. Die Waage zeigt die Normalkraft an, die sie erzeugen muss, um die Gewichtskraft zu kompensieren. Sie zeigt also nicht direkt die Gewichtskraft an. Gewicht ist also die Kraft, die eine Waage erzeugt, das heißt die Normalkraft, die eine Waage erzeugt. Das entspricht hier diesem blauen Pfeil. Es ist wichtig, das zu unterscheiden, denn sonst können wir die Schwerelosigkeit nicht verstehen. Gucken wir uns jetzt also an, was passiert, wenn wir uns mal zusammen mit unserer Waage in einen Fahrstuhl begeben. So. Hier morgens in unserem Badezimmer haben wir geruht, aber unser Fahrstuhl, der kann sich ja nun zum Beispiel nach oben bewegen. Und er soll sich in diesem konkreten Fall nach oben beschleunigen. Das heißt, der Fahrstuhl bewegt sich nicht mit konstanter Geschwindigkeit nach oben, sondern er wird nach oben hin immer schneller. Wenn der Fahrstuhl mit der Beschleunigung a sich bewegt und die Masse des Fahrstuhls sei groß m, dann müssen natürlich auch wir uns mit der Beschleunigung a bewegen, denn wir sind ja im Fahrstuhl und relativ zu diesem Fahrstuhl ruhen wir. Wir haben also genau die gleiche Beschleunigung wie der Fahrstuhl. Wäre es jetzt so, dass sich hier die Kräfte, die wir am Anfang in der Ruhe hatten, nicht verändern, dann wäre ja die Summe aller Kräfte auf uns null. Und wenn die Summe aller Kräfte auf uns null ist, könnten wir nicht beschleunigen. Wenn wir also zusammen mit dem Fahrstuhl beschleunigen, bedeutet das, auf uns muss genau die gleiche Nettokraft wirken wie auf den Fahrstuhl. Nur dann können wir genau die gleiche Beschleunigung haben wie unser Fahrstuhl. Das funktioniert aber nur dann, wenn die Waage nun eine größere Kraft auf uns ausübt. Die Gewichtskraft kann sich nicht ändern, denn die Masse der Erde ändert sich nicht. Das heißt, die Gewichtskraft an dieser Stelle bleibt konstant. Die kann hier nicht kleiner werden. Es kann also nur die Kraft der Waage größer werden und genau das passiert eben auch und dementsprechend zeigt hier die Waage auch ein größeres Gewicht an. Wenn wir also uns in einem Fahrstuhl nach oben beschleunigt bewegen, dann zeigt unsere Waage ein größeres Gewicht an. Wir werden also scheinbar schwerer und hier ist wichtig, scheinbar schwerer. Wir erhalten also scheinbar eine größere Masse. So. Wir können das auch mit Hilfe des zweiten Newtonschen Axioms verstehen. Wir gucken uns das an. Also wenn wir in diesem Fahrstuhl zusammen mit ihm beschleunigen, dann müssen wir ja die Beschleunigung m mal a haben, sofern unsere Masse m ist. So. Nach unten wirkt die Gewichtskraft und damit dann die Gewichtskraft zusammen mit der Normalkraft hier m mal a ergibt, also unsere äußere Nettokraft m mal a entspricht, muss die Normalkraft der Waage um plus m mal a größer werden.
Also unsere neue äußere Nettokraft muss diese Gestalt haben und die Normalkraft der Waage ist nicht mehr m mal g, sondern m mal Klammer auf g plus a. Ja, im Vergleich zu diesem Fall ist sie also gewachsen. Unser Gewicht nimmt zu. Wie sieht das jetzt aus, wenn der Fahrstuhl nach unten beschleunigt? Drehen wir also jetzt den Spieß mal um. Wir haben den gesamten Spieß umgedreht, das heißt, wir haben auch die positive Bewegungsrichtung jetzt umgedreht. Hier zeigte sie nach oben, hier zeigt sie jetzt nach unten, weil wir uns nach unten bewegen und nach unten beschleunigen. So, jetzt können wir wieder auf das zweite newtonsche Axiom schauen. Also jetzt haben wir eine Beschleunigung m mal a in diese Richtung. An der Gewichtskraft können wir nichts drehen, aber die zeigt jetzt hier in die positive Bewegungsrichtung. Deswegen bekommt sie hier ein positives Vorzeichen. Aber nun ist es eben auch wieder so, dass die Normalkraft der Waage nun so sein muss, ja, damit die Nettokraft m mal a auf uns überbleibt. Das heißt, auch hier muss sich die Normalkraft jetzt verändert haben, aber sie muss sich verringert haben, damit die entsprechende Nettokraft nach unten überbleibt. In diesem Fall haben wir dann also eine verringerte Normalkraft, die die Waage erzeugen muss, und das bedeutet auch ein verringertes Gewicht. Unser Gewicht nimmt ab. Und jetzt können wir das weiterspinnen. Wie sieht es denn aus, wenn jetzt zum Beispiel unser Fahrstuhl nicht einfach nur mit irgendeiner Beschleunigung a beschleunigt, sondern tatsächlich frei fällt, das heißt genau mit g beschleunigt? In dem Moment, wo unser Fahrstuhl genau mit g nach unten beschleunigt, dann wird hier a zu g, g minus g ist 0. Und dann sehen wir, dass also hier die Normalkraft der Waage 0 wird. Und wenn die Normalkraft der Waage 0 ist, erzeugt sie ja gar keine mehr. Und das bedeutet, wir sind gewichtslos oder wir sind schwerelos. Wir sind schwerelos, obwohl die ganze Zeit die Gewichtskraft auf uns wirkt. An der Gewichtskraft ändert sich überhaupt nichts. Wir sind aber eben deswegen scheinbar schwerelos, weil sich alles um uns herum ganz genauso bewegt wie wir. Und wenn sich alles um uns herum genauso bewegt wie wir, die Waage bewegt sich also genauso schnell wie wir, dann üben wir auch gar keine Kraft mehr auf diese Waage aus und die Waage übt überhaupt gar keine Kraft mehr auf uns aus. Also, wenn a gleich g ist, man sich im freien Fall befindet, dann ist man scheinbar schwerelos. Die Gewichtskraft wirkt aber weiterhin. Schwerelosigkeit heißt also nicht, dass es keine Gewichtskraft oder keine Gravitationskraft mehr gibt. Schwerelosigkeit heißt nur, dass wir aufgrund der Gewichtskraft oder der Gravitationskraft keinerlei Normalkräfte mehr auf andere Körper ausüben und diese folglich auch nicht mehr auf uns. Und jetzt haben wir also auch die Antwort, warum man in einer Raumstation schwerelos ist. Aus dem einfachen Grund, weil man zusammen mit der Raumstation ja einfach frei fällt. Ja, man fällt genauso schnell wie die Raumstation, man bewegt sich genauso wie die Raumstation und dadurch ist man in einer Raumstation scheinbar schwerelos. Aber sowohl auf die Raumstation als auch auf uns selbst wirkt natürlich die ganze Zeit die Gravitationskraft. Sie hat nur überhaupt gar keine Auswirkungen mehr. Auch dazu habe ich wieder ein kleines Küchenexperiment durchgeführt. Ich habe also eine Stahlkugel in ein Plastikdöschen getan und dieses geworfen. Und im Wurf, wissen Sie ja, wirkt nur die Erdbeschleunigung. Und damit ist die ganze Zeit, es sind beide im freien Fall. Was man sehr schön sieht an diesen Experimenten, ist, dass die Kugel eben nicht nach unten kullert. Also sie ist an dieser Stelle schwerelos, würde die Gewichtskraft sie da anders beschleunigen als die Dose, dann müsste sie ja nach unten kullern. Auf den letzten beiden Videos sieht man dann tatsächlich sogar wirklich sehr, sehr schön auch, dass die Kugel frei schwebt und wirklich auch rotiert. Und was bei diesem Experiment, bei den ersten Versuchen schiefgegangen ist, das zeigt der letzte Clip.
Da ist die Kugel leider auf meiner Ceranfeldplatte aufgeschlagen und hat mir da einen Riss reingebracht. Als nächstes wollen wir uns die Gravitationskraft etwas genauer anschauen und wollen insbesondere den Unterschied bzw. den Zusammenhang zwischen Gravitationskraft und Gewichtskraft verstehen. Beide Begriffe werden meistens irgendwie synonym verwendet. Es ist aber absolut sinnvoll, zwischen diesen beiden Kräften zu unterscheiden. Denn die Gravitationskraft ist wesentlich universeller als die Gewichtskraft. Die Gewichtskraft ist nur ein klitzekleiner Spezialfall der Gravitationskraft. Und Sie haben schon gelernt, dass es wichtig ist, zwischen allgemeinen Größenzusammenhängen und ganz speziellen Fällen zu unterscheiden. Genauso wie es einen Unterschied gibt zwischen dem allgemeinen Zusammenhang V ist gleich x-Punkt und der nur unter einer ganz bestimmten Bedingung zu V gleich x durch t wird, nämlich gleichförmige Bewegung, ist es so, dass die Gravitationskraft die allgemein wirkende Kraft ist und die nur unter einer ganz bestimmten Bedingung zu einer Gewichtskraft wird. Und deswegen ist es wichtig, zwischen diesen beiden Begriffen und diesen beiden Kräften zu unterscheiden. So, und das wollen wir hier jetzt uns anschauen. Wir betrachten zuallererst mal die Gravitationskraft im Allgemeinen. Also die allgemeine Formulierung der Gravitationskraft steht hier unten in vektorieller Formulierung. So, wir haben also zwei Massen, eine Masse m1 und eine Masse m2. Die sind hier ja jetzt zwar gleich groß gezeichnet, aber die können natürlich vollkommen unterschiedlich sein. Die müssen nicht gleich sein. Die Masse m1 befindet sich an einem Ort R1 und die Masse m2 befindet sich an einem Ort R2 und die beiden Ortsvektoren zeigen auf die jeweiligen Massen. Wir können dann ihren Abstandsvektor R2 minus R1 definieren, der von der Masse m1 auf die Masse m2 zeigt. Dann ist die Gravitationskraft, die die Masse m1 auf die Masse m2 ausübt, durch den Zusammenhang hier unten gegeben. Also Fg m1 erzeugt die Kraft auf m2 ist gleich minus, minus weil anziehend. So, mal m1 mal m2, das heißt proportional zum Produkt der beiden Massen, dividiert durch den Betrag des Abstandsvektors. Das ist nichts anderes als der Abstand der beiden Massen zum Quadrat. Und dann wird hier hinten steht nur ein Einheitsvektor und das ist nämlich der Einheitsvektor, der die Richtung hier des Abstandsvektors angibt. Und wir sehen, das Minuszeichen zeigt, dass die Kraft entgegengesetzt zu diesem Abstandsvektor gerichtet ist. So. Das ist also die allgemeine Form der Gravitationskraft. Vielleicht schauen wir uns zuerst nochmal die Konsequenz an, also die allgemeine Form dieser Gravitationskraft, die beinhaltet eben zum Beispiel, dass wenn wir jetzt den Abstand hier zwischen den beiden Massen halbieren, also der Abstandsvektor wäre nur halb so lang, wir schieben die Masse m2 also bis zu diesem Punkt an die Masse m1 ran, dann hätte sich hier unten ja der Abstand halbiert, dann würde hier ein 1/2 zum Quadrat stehen und ein 1/2 zum Quadrat ist ein Viertel und wenn ein Viertel unten im Nenner eines Bruches steht, bedeutet das, dass die 4 nach oben kommt. Wenn wir also den Abstand hier halbieren, dann ist die Kraft schon viermal so groß. Auf der anderen Seite, andersherum, wenn wir den Abstand hier verdoppeln würden, also die Masse m2 nach da schieben würden, wäre die Kraft nur noch ein Viertel so groß. Die Gravitationskraft nimmt also verhältnismäßig schnell mit zunehmendem Abstand ab, aber sie wird eben nie null. Sie wird erst dann null, das sehen wir hier, wenn also der Abstand hier unendlich wird. Erst dann ist die Gravitationskraft null. Sie hat also unendliche Reichweite. Sie wird zwar immer kleiner, aber sie wird eben nie null. So, aber im nächsten Schritt wollen wir uns anschauen, was also die Gravitationskraft mit der Gewichtskraft zu tun hat. Und dazu machen wir jetzt einfach mal die beiden Massen so ein bisschen ungleichberechtigt. Also die Masse M1, die haben wir jetzt zu unserem Planeten Erde erhoben. Ja? Und unsere Masse M2, das sind jetzt zum Beispiel wir hier, dieser klitzekleine Kringel auf der Erdoberfläche. So, in dieser Situation gilt natürlich das Gravitationsgesetz genauso wie vorher. Also es ist dabei völlig egal, wie groß die jeweiligen Massen sind. Also erstmal hat sich hier noch nichts verändert. Aber der nächste Schritt ist jetzt erstmal, dass wir unseren Koordinatenursprung verlegen. Also wir wählen jetzt ein Koordinatensystem, das im Mittelpunkt unserer
Erdkugel liegt. So, dann ist der Abstand der beiden Massen, also das, was der Abstandsvektor hier wäre, ja, nur noch der Erdradius, weil wir befinden uns ja direkt hier auf der Erdoberfläche. So, das heißt, das Einzige, was hier überbleibt, ist das R2 in unserer Gleichung, weil wir unser R1, nämlich den Ortsvektor auf unsere Masse M1, auf unsere Erdkugel, zu 0 gemacht haben. So, wenn nur noch R2 überbleibt, dann können wir genauso gut den Index 2 hier einfach verschlucken und können das dann einfach nur noch R nennen. Der Abstand ist jetzt aber genau R, das heißt der Erdradius RE. So, also das ist die Situation, die wir jetzt vorliegen haben. Um nun also von diesem Ausdruck der Gravitationskraft zur Gewichtskraft zu kommen, da beachten wir jetzt, dass wir statt dieser beliebigen Orte, die wir hier haben, jetzt hier einen ganz festen Abstand gewählt haben zwischen uns als Masse M und unserer Erdkugel mit der Masse ME. Wir haben hier also einen konstanten Abstand gewählt und wir haben hier eine feste Masse ME gewählt. Und wenn wir uns diesen Ausdruck jetzt genau anschauen, dann sehen wir also, da tatsächlich ist nur noch die Gravitationskonstante G drin, die feste Erdmasse ME, der feste Erdradius RE zum Quadrat. Und das Einzige, was variabel ist, das ist unsere Masse. Also je nachdem, wer sich hier gerade auf den Erdboden stellt oder wie gut wir gefrühstückt haben. So, das heißt, das hier sind alles Konstanten. Hier, das ist ja nur wieder der Einheitsvektor, der also vom Mittelpunkt hier Richtung Erdoberfläche zeigt. So, wir können alle diese Konstanten zusammenfassen. Und wenn wir alle diese Konstanten zusammenfassen, dann ist das genau das, was die Erdbeschleunigung G bildet. Also die Erdbeschleunigung G ist vom Zahlenwert, vom Betrag her, Gravitationskonstante mal Erdmasse dividiert durch Erdradius zum Quadrat. Ersetzen wir jetzt also diesen Ausdruck hier, diese ganzen Konstanten durch G, dann haben wir den Ausdruck für unsere Gewichtskraft. So. Und um jetzt eben zwischen der Gravitationskraft mit diesem Ausdruck und der Gravitationskonstante G und der Gewichtskraft mit unserem kleinen g, der Erdbeschleunigung G, zu unterscheiden, ist es sinnvoll, dass man also beide Kräfte eben hier an dieser Stelle Art der Kraft unterscheidet. Ich wähle für die Gewichtskraft immer das kleine g und für die Gravitationskraft das große g. Normalerweise schreiben wir die Gewichtskraft eben kaum in der vektoriellen Form, weil sie ja immer nach unten Richtung Erdboden zeigt, sondern wir schreiben sie üblicherweise in der skalaren, betragsmäßigen Form. Fg ist gleich m mal g. Sie sehen also, wie sich als Spezialfall für wir setzen die Masse der Erde ein, wir setzen den Erdradius ein, die Gewichtskraft als ein Sonderfall der Gravitationskraft ergibt. Es ist nämlich die Gravitationskraft, die auf ein Objekt genau auf der Erdoberfläche wirkt. Und der wesentliche Unterschied jetzt zwischen unserer Gewichtskraft und der allgemeinen Formulierung der Gravitationskraft ist, die Gewichtskraft ist eine konstante Kraft in dem Sinne, dass sie nicht vom Ort abhängt. Das Einzige, was hier also veränderlich ist, ist die Masse. Ja, die wir hier an dieser Stelle einbringen. Aber der Abstand zur Ausgangsmasse zu unserer Erde ist ein fester. Bei der Gravitationskraft ist es so, dass wir uns zum Beispiel ja vorstellen könnten, hier die Masse M2 sei beweglich. Wir könnten die also hier durch die Gegend schieben. Das heißt, sie ändert ihren Ort R2 ständig. Und dann sehen wir, dass die Gravitationskraft tatsächlich eine ortsabhängige Kraft ist. So. Und die Frage ist jetzt, wie bewegen sich eigentlich Objekte unter dem Einfluss der Gravitationskraft? Das heißt, wir wollen uns jetzt mal die Bewegung anschauen, die da entstehen kann. Da stellen wir uns zum Beispiel vor, eine der Massen M1 sei jetzt zum Beispiel die Sonne und die Masse M2 sei unsere Erde und die ist ja nicht in einem festen Abstand zu der Sonne, sondern die umkreist die Erde, genauso wie jetzt zum Beispiel auch der Mond die Erde umkreist. All das sind Bewegungen unter dem Einfluss der Gravitationskraft. Und diese Bewegung gucken wir uns jetzt an und das machen wir nicht mit Hilfe des Newtonschen Bewegungsgesetzes, so wie wir es bisher gelernt haben, denn das ist hier für diese ortsabhängige Gravitationskraft ziemlich unangenehm, sondern wir machen das so, wie man das auch historisch schon gemacht hat und wie man es auch in der modernen Physik heute macht. Wir machen das mit Hilfe der Keplerschen Gesetze.
Denn die Keplerschen Gesetze beschreiben genau das, die Bewegung von Körpern unter dem Einfluss der ortsabhängigen Gravitationskraft. Vorher habe ich aber noch eine Studiwort-Frage mitgebracht. Wenn die Erde bei gleicher Masse den doppelten Radius hätte, dann wäre G gleich groß, doppelt so groß, viermal so groß, halb so groß oder ein Viertel so groß. Was ist richtig? Ein Viertel so groß, denn der Abstand zur Erdoberfläche geht ja in die Erdbeschleunigung G ein, und zwar quadratisch. Und wenn wir den Abstand, was ja genau der Erdradius ist, doppelt so groß machen, dann ist es quadriert 4 R Quadrat, und dementsprechend wird die Kraft ein Viertel so groß. Wir betrachten jetzt also Bewegungen im Feld der Gravitationskraft. Was bedeutet hier dieser Begriff Feld? Von einem Feld sprechen wir immer dann, wenn wir jedem Punkt im Raum eine bestimmte Eigenschaft zuordnen können. Und wir haben eben schon gesehen, wenn wir uns zum Beispiel die Sonne vorstellen und sagen, das ist jetzt mal unser Zentrum zum Beispiel unseres Koordinatensystems, dann können wir jedem Punkt in der Sonne und auch in der Umgebung der Sonne eine ganz bestimmte Gravitationskraft zuordnen, die dort auf eine andere Masse, M2, zum Beispiel auf einen Planeten oder einen Mond wirken würde. Das heißt, jedem Punkt im Raum können wir eine bestimmte Gravitationskraft zuordnen, wenn wir uns an diese Stelle immer die gleiche Masse denken. So, wie sehen diese Bewegungen aus? Das erste Keplersche Gesetz sagt, alle Planeten bewegen sich auf Ellipsenbahnen um die Sonne, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht. Das legt also die Form der Bahnkurven fest. Das zweite Keplersche Gesetz besagt, jeder Planet bewegt sich so, dass die imaginäre Verbindungslinie zwischen der Sonne und dem Planeten, Leitstrahl, in gleichen Zeiten gleiche Flächen überstreicht. Das ist also eine Aussage über die Geschwindigkeiten, die auf diesen Bahnen herrschen. Es sagt uns also zum Beispiel, dass wenn der Abstand des Planeten zur Sonne kürzer wird, dass dann der Planet schneller werden muss. Weil wenn der Abstand zur Sonne kürzer wird, wird auch der Radius kleiner. Und wenn der Radius kleiner wird und trotzdem in gleichen Zeiten die gleiche Fläche überstrichen werden muss, dann muss die Geschwindigkeit größer werden. Das dritte Keplersche Gesetz sagt, für alle Planeten gilt a hoch 3 durch t Quadrat ist gleich konstant. Und diese Konstante ist g mal ms durch 4 pi Quadrat, wobei a die große Halbachse der Ellipse, t die Umlaufzeit des Planeten um die Sonne, ms die Masse der Sonne und g die Gravitationskonstante ist. G ist hier also, die Gravitationskonstante ist hier noch einmal angegeben. Das dritte Keplersche Gesetz macht also auch eine Aussage über die mittlere Geschwindigkeit auf einer Umlaufbahn und stellt einen Zusammenhang her zwischen der Geschwindigkeit auf der Umlaufbahn und der großen Halbachse hier der Ellipsenform. Wir wollen uns die Keplerschen Gesetze mal mit Hilfe dieser wunderschönen Animation anschauen. Diese Animation, die stammt also von dem Nebraska Astronomy Applet Project und ist im Internet frei verfügbar. Und wir starten mal, was wir hier also alles machen können und sehen. Wir können also hier die drei Keplerschen Gesetze untersuchen und uns verdeutlichen. Und hier können wir alle möglichen Planeten des Sonnensystems aussuchen. Hier haben wir also die Planeten. Und Sie kennen bestimmt alle den Merksatz, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten. Die Anfangsbuchstaben dieses Merksatzes geben Ihnen also die Reihenfolge der Planeten von innen nach außen. Wir gehen zuallererst einmal zum Merkur, also zu dem sonnennächsten Planeten, und wir starten mal die Animation und dann sehen wir ihn auf seiner Umlaufbahn. So, hier sind die Daten der Planetenbahnen angezeigt. Also als Daten der Planetenbahnen gibt man einmal die lange Halbachse an. Die wird üblicherweise mit A bezeichnet und die Exzentrizität. Bei der Exzentrizität, da gibt es jetzt also zwei verschiedene Varianten. Es gibt die sogenannte lineare Exzentrizität und es gibt die numerische Exzentrizität. Und ich versuche Ihnen jetzt erstmal zu verdeutlichen, was diese Größen eigentlich sind. Und dazu verändere ich mal die Exzentrizität.
So mache sie sehr groß, damit die Ellipsenform auch deutlicher erkennbar ist. So, hier können wir uns jetzt verschiedene Dinge anzeigen lassen, um die Parameter einer Ellipse zu verstehen. Wir lassen uns zuerst einmal die große Halbachse anzeigen. Die große Halbachse wird üblicherweise mit dem Buchstaben A gekennzeichnet und sie geht vom Mittelpunkt der Ellipse, das hier ist also der Mittelpunkt der Ellipse, bis zu dem Scheitel der langen Achse. Dies hier sind also ist die lange Achse und das hier ist die kurze Achse. Analog kann man dann also die kurze Halbachse hier definieren vom Mittelpunkt bis zu dem Scheitel der kurzen Achse und die kurze Halbachse wird üblicherweise mit B bezeichnet. Die Ellipse hat ja zwei Brennpunkte und in dem einen Brennpunkt steht die Sonne. Wir können uns noch einmal den anderen Brennpunkt anzeigen lassen. Da ist also normalerweise überhaupt nichts bei einer Keplerbahn. Wenn man sich jetzt mal die Verbindungslinie des Planeten zu den beiden Brennpunkten anzeigt, also hier diese grüne Linie, ich mache es mal kurz, ein bisschen langsamer, so, dann ist das Besondere an so einer Ellipse ja, dass die Summe dieser beiden Strecken R1, R2, dass die stets eine Konstante ist, ja, und nämlich immer genau 2a, das heißt das Doppelte der langen Halbachse hier. Also das gerade macht eine Ellipse aus und so kann man sie dann eben zum Beispiel auch zeichnerisch konstruieren. So, ich gehe wieder auf den alten Wert. Das war 0,2. Genau, jetzt haben wir wieder den alten Wert und mache also die Linie mal wieder weg. So, weil die nächsten Größen, die wir jetzt noch verstehen wollen, das ist ja hier die Exzentrizität. Und es gibt einmal die lineare Exzentrizität. Das ist also einfach eine Strecke. Das ist nämlich der Abstand vom Mittelpunkt der Ellipsenbahn zu einem Brennpunkt, also dem, in dem die Sonne steht, oder zu dem anderen Brennpunkt. Und diese lineare Exzentrizität wird üblicherweise mit E bezeichnet. Und dann gibt es noch die numerische Exzentrizität. Die numerische Exzentrizität ist jetzt das Verhältnis der linearen Exzentrizität zur großen Halbachse, das heißt der Quotient e durch a. Das, was hier angezeigt wird, das ist also die numerische Exzentrizität und die wird eben üblicherweise mit dem Buchstaben Epsilon gekennzeichnet. Damit haben wir im Grunde auch schon die Aussagen des ersten Keplerschen Gesetzes zusammengefasst. Es sagt ja, also die Planetenbahnen sind solche Ellipsenbahnen und eine Kreisbahn ist einfach nur ein Sonderfall der Ellipsenbahn, nämlich der Sonderfall der Ellipsenbahn, wenn die Exzentrizität gleich 0 ist. Und wir sehen, in diesem Fall ist dann die lange Halbachse genau das gleiche wie der Radius der Kreisbahn. Ja, also für eine Kreisbahn ist die lange Halbachse und der Radius der Kreisbahn das gleiche. So, schauen wir uns also jetzt erstmal, nehmen wir mal einen anderen Planeten, nehmen wir die Erde und so, da haben wir sie. Hier sehen wir eben auch einen Maßstab, also diese Länge entspricht 0,5 astronomische Einheiten und wir sehen, dass wir zweimal diese Strecke hier reinpacken können und die astronomische Einheit war ja genau der Abstand, der mittlere Abstand Erde-Sonne, so ist sie definiert. Also für die Erdbahn ist der Radius der Kreisbahn bzw. die lange Halbachse ihrer Bahn genau eine astronomische Einheit. So, jetzt nehmen wir aber mal diese Anzeigen hier alle wieder weg, weil jetzt wollen wir uns das zweite Keplersche Gesetz anschauen. Das zweite Keplersche Gesetz, das sagt uns ja, dass die Flächen, die der Fahrstrahl, das heißt im Prinzip also die Linie, die hier immer von der Sonne auf die Erde zeigt, dass die in gleichen Zeiten gleiche Flächen überstreicht. Und der Hintergrund ist die Erhaltung des Drehimpulses. Der Drehimpuls ist das Kreuzprodukt aus dem Vektor, der auf den Planeten zeigt, plus mal dem Impuls des Planeten, also dem Impulsvektor des Planeten. Und ein Kreuzprodukt beschreibt ja immer eine Fläche. Und zwar die Fläche, die durch die be beiden Vektoren, also in diesem Fall R und P, aufgespannt wird. Und die Fläche, die jetzt also dieser Fahrstrahl hier überstreicht, entspricht eben der Fläche, die die Vektoren R und P aufspannen.
Und dadurch, dass der Drehimpuls auf einer Keplerbahn konstant ist, wird eben auch hier immer die gleiche Fläche in gleichen Zeiten überstrichen. Also das ist im Grunde genau das Gleiche. Wir können uns das zuerst einmal jetzt hier für die Erdbahn anschauen. Und zwar kann man sich das hier anzeigen lassen. So, und dann wird also jetzt hier in bestimmten Zeitintervallen immer die Fläche angezeigt, die dann von der Erdbahn überstrichen wird. Und wir sehen also hier in gleichen Zeiten werden hier gleiche Flächen überstrichen. So, wenn wir die Bahn jetzt mal ein bisschen exzentrischer machen, so dass sie ellipsenartiger wird, dann sehen wir genau, was passiert. Also wir können das auch durch das nochmal neu machen. Dadurch, dass die Erde halt in entfernteren Punkten langsamer wird und also hier dann einfach weniger von dieser Bogenlänge überstreicht, wird die Fläche, also obwohl R länger ist, wird hier der Impuls kleiner und es wird eben genau die gleiche Fläche überstrichen wie hier nah an der Sonne. Da ist die Erde eben schneller, da ist zwar dann R kürzer, aber dafür ist P eben größer und bei einem konstanten Drehimpuls ist eben dadurch das Produkt aus R mal P konstant und das führt hier zu diesen konstanten Flächen, die hier überstrichen werden. Also Aussage des zweiten Keplerschen Gesetzes ist im Grunde nichts anderes, als dass hier der Drehimpuls erhalten bleibt. So, dann wollen wir uns noch einmal das dritte Keplersche Gesetz anschauen. Dazu machen wir mal wieder die Erdbahn ganz normal. So, ups. Habe ich jetzt doch glatt den Merkur erwischt. So, aber, also wir sind wieder ganz normal auf der Erdbahn und gucken uns das dritte Keplersche Gesetz an. Und das dritte Keplersche Gesetz, das sagt uns, wie sich die Periodendauer eines Umlaufs, also im Grunde ein Jahr, wie die von der großen Halbachse beziehungsweise im Radius der Kreisbahn abhängt. So, und das können wir kurz verstehen. Die Kurve ist hier angezeichnet. Wenn wir das dritte Keplersche Gesetz, das ja a hoch 3 durch t Quadrat gleich konstant sagt, nach t auflösen, dann ergibt das t ist gleich proportional zu a hoch 3 halbe. So. Und a Quadrat wäre eine Parabel und a hoch 1 wäre eine Gerade, denn a hoch 1 ist ja nichts anderes als a. Das heißt, a hoch 3 halbe liegt genau dazwischen. Das muss so ein Mittelding sein zwischen einer Gerade und einer Parabel. Und das können wir hier sehr schön erkennen. Ja, das ist also der Verlauf dieser Kurvenform. Und wir können also entnehmen, je größer der Radius einer Kreisbahn wird oder die lange Halbachse der Ellipsenbahn, umso größer wird die Periodendauer, das heißt, umso langsamer ist ein Planet auf seiner Bahn. Und das lässt sich hier ganz wunderbar verifizieren. Also wir gehen mal einfach von der Erde zu einem anderen Planeten. Nehmen wir mal den Mars, den nächsten Nachbarn. Da sieht man noch nicht so einen großen Unterschied, aber gehen wir mal zum Jupiter. Da sieht man schon einen ganz deutlichen Unterschied. Ja, der ist also deutlich langsamer. Dann schnappen wir uns mal Saturn. Und der krabbelt schon ganz schön schneckig. Und beim Uranus sieht man die Geschwindigkeit in dieser Perspektive schon gar nicht mehr. So, was auch sehr hübsch ist, wenn man die sich alle mal im Vergleich anschaut. Also wir können uns hier mal mehrere Planeten und Planetenbahnen anzeigen lassen. Und gucken mal hier, nehmen wir mal erstmal die Erde wieder als Mittelpunkt. So, und da sehen wir also die Erde jetzt hier auf ihrer Bahn. Und wir können uns jetzt auch die anderen Planeten mal im Vergleich dazu anzeigen lassen, auch gerne mit ihren Namen. Da sehen wir also die Orbits der anderen Planeten. Und da kann man eben sehr, sehr schön sehen, wie sich also die Umlaufzeiten mit dem Abstand der Planetenbahnen hier verändern. So, rutschen wir noch mal ein bisschen weiter raus. Das sind also jetzt hier die inneren Planeten des Sonnensystems. Dann gehen wir noch mal hier vielleicht bis zum Neptun. So, und dann sehen wir eben, wie die anderen hier laufen. Und hier innen drin kann man jetzt die inneren Planetenbahnen gar nicht mehr wirklich sehen. Hier haben wir also auch noch den Pluto dabei. Und wir sehen im Grunde hier sehr, sehr schön, wie nah tatsächlich eigentlich unser Planet hier an der Sonne ist.
Ja, also wir sind doch sehr, sehr, sehr sonnennah. So das Verhältnis der Planetenbahnen und auch das Verhältnis der Planetengeschwindigkeiten kann man in dieser Animation also eigentlich doch recht schön sehen. Wir gehen noch mal ein bisschen näher ran, damit wir von den inneren Bahnen dann noch mal was haben. Also das ist unser Sonnensystem. So vertiefen wir noch mal kurz das erste Keplersche Gesetz ein kleines bisschen, die Bahnkurve. Bisher haben wir gelernt, die Bahnkurven der Planeten sind Ellipsen. Das ist nicht ganz richtig. Tatsächlich ist es allgemein so, dass alle Bahnkurven Kegelschnitte sind. Und die Form der Bahnkurve hängt nun von der Gesamtenergie und dem Drehimpuls des Planeten ab. Und die Gesamtenergie und der Drehimpuls des Planeten, das geht auch in die zugehörige numerische Exzentrizität ein. Kreise und Ellipsen ergeben sich eben dann, wenn die Energie des Planeten, die Gesamtenergie des Planeten kleiner 0 ist. Das heißt, wenn seine Geschwindigkeit so klein ist, dass seine kinetische Energie kleiner als die entsprechende potenzielle Energie ist. Wenn die Energie des Planeten genau gleich 0 ist, dann ergeben sich Parabelkurven. Das ist schon eine offene Kurve. Wenn E sogar größer 0 ist, dann ist der Planet nicht im Gravitationsfeld seiner jeweiligen Sonne oder des entsprechenden Zentralgestirns gefangen, sondern streift einfach nur an ihm vorbei. Ja? Und der Grenzfall, der Übergang zwischen einer gebundenen Bahn, also einer geschlossenen Bahnkurve und einer offenen Bahnkurve, einem aneinander vorbeistreifen, das ist eben genau die Parabel. Es gibt also noch mehr Fälle als einfach nur die Kreisbahn oder die Ellipsenbahn. Auf dieser Folie ist nochmal das dritte Keplersche Gesetz dargestellt, und zwar die Umlaufzeiten. So, für die Umlaufzeiten gilt ja a hoch 3 durch t Quadrat gleich konstant. So, und das können wir natürlich nach t Quadrat auflösen, sehr einfach, und dann erhalten wir t Quadrat ist Konstante mal a hoch 3. Jetzt nehmen wir der Einfachheit halber einfach mal eine Kreisbahn an, dann können wir die Geschwindigkeit auf der Kreisbahn einfach über v gleich 2pr durch t ausdrücken. Lösen wir das nach t auf, haben wir also t ist gleich 2pr durch v, und das können wir hier für t Quadrat einsetzen, erhalten diese Gleichung hier, und die lässt sich dann einfach nach v auflösen und gibt uns einen Ausdruck für v, der proportional zu 1 durch Wurzel r ist. Und wenn man diese Bahngeschwindigkeit v mal als Funktion des mittleren Abstandes von der Sonne für die Planeten unseres Sonnensystems aufträgt, dann sieht man eben hier die Abhängigkeit vom Radius der Umlaufbahn bzw. von der großen Halbachse a. Und das geht nämlich mit 1 durch Wurzel r. Ja, die Geschwindigkeit nimmt also mit 1 durch Wurzel r an dieser Stelle hier ab. Diesen Abfall der Geschwindigkeiten mit der Umlaufbahn, die nennt man den Kepler-Falloff. Und dieser Kepler-Falloff, beziehungsweise genauer gesagt das Fehlen dieses Kepler-Falloffs, das hat zur Entdeckung der dunklen Materie geführt, und das zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie. Hier haben wir also das Kepler-Gesetz und die Umlaufzeiten, und hier haben wir zum Beispiel die Geschwindigkeiten von Sternen in der Andromeda-Galaxie. Man kann das also messen, mithilfe von hochempfindlichen Teleskopen bestimmt man also die Umlaufzeiten jetzt der Sterne hier um das Zentrum der jeweiligen Galaxie. Und da stellt man eben tatsächlich fest, dass dieser Kepler-Falloff fehlt. Und dieses Fehlen des Kepler-Falloffs, das ist ein Zeichen dafür, dass da also irgendwie das Gravitationsgesetz, so wie wir es kennen, nicht wirklich funktioniert. Und da wir aber an die Gültigkeit des Gravitationsgesetzes glauben, bedeutet das, da müssen noch andere Massen sein, die wir nicht sehen können. Ja, und es gibt also nicht nur die zentrale Masse und um die, die wie ein Zentralgestirn wirken, sondern da müssen noch andere Massen sein. Das war also der allererste Hinweis auf dunkle Materie, und die Entdeckerin dieser Anomalie, das war Vera Rubin, eine Astrophysikerin. Die Bewegung der Objekte um ihre Zentralmasse sagt uns ja, wie groß die Zentralmasse ist. Wir können die Geschwindigkeiten messen und bestimmen, und wenn die Geschwindigkeiten zu groß sind für das, was wir an Zentralmasse sehen können, dann wissen wir, dass da weitere Massen drin sein müssen. Darüber kann man eben zum Beispiel Verteilung, Simulation der Verteilung der dunklen Materie machen. Das ist hier die sogenannte Millennium Simulation, die so etwas mal gemacht hat. Und eines der großen Rätsel,
der heutigen Zeit ist nach wie vor, was eigentlich diese dunkle Materie erzeugt, woraus sie besteht und was ihre Natur sein könnte. Und ja, das sind noch ganz spannende Fragen und da wird bestimmt noch einiges auf uns zukommen und wir werden da bestimmt noch neue Erkenntnisse gewinnen. So kann man also mit ganz elementarer Physik die Existenz der dunklen Materie begründen. Es gibt also eigentlich nur zwei Varianten. Entweder stimmt das Gravitationsgesetz nicht, oder aber es muss dunkle Materie geben. Das Gravitationsgesetz ist aber unglaublich gut gesichert, insbesondere ja auch durch die Relativitätstheorie. Und es hat also noch nie an irgendeiner Stelle einen Widerspruch dazu gegeben. Von daher geht man also davon aus, dass diese entsprechenden Abweichungen durch dunkle Materie entstehen. So, nach diesem Ausflug in aktuelle Forschungsfragen wollen wir uns noch einmal den sogenannten Gezeitenkräften zuwenden. Wir kennen Gezeiten eigentlich eher in der Form von Ebbe und Flut, also dass die Wassermassen auf unserem Planeten in irgendeiner Form sehr seltsam und sehr periodisch bewegt werden. Die Lehrmeinung, die Sie bestimmt schon mal irgendwie gehört haben, ist, na ja, das hat irgendwas mit der Anziehungskraft des Mondes zu tun. Das ist allerdings relativ zu kurz gedacht, denn wenn die Gezeiten die Anziehung, die Gravitationsanziehung des Mondes wären, dann müsste ja also sämtliches Wasser der Erde immer so einen kleinen Berg in Richtung Mond bilden. So stellen sich die meisten die Gezeiten auch vor. Tatsächlich ist es aber so, dass die Gezeiten aus zwei Flutbergen bestehen. Ein Flutberg ist genau immer auf den Mond gerichtet und der andere Flutberg ist aber genau auf der entgegengesetzten Seite, das heißt vom Mond weggerichtet. So, und den erklären Sie doch einfach nur mal mit der Gravitationsanziehung des Mondes. Da kriegen Sie sofort eine Schwierigkeit, weil wie kann der Mond gleichzeitig Wasser anziehen und Wasser abstoßen? Und er müsste ja Wasser abstoßen, um den Flutberg auf der entgegengesetzten Seite zu erklären. Von daher, Gezeiten sind tatsächlich ein bisschen komplizierter und ein bisschen was anderes. Die haben nämlich eigentlich weniger was mit der Anziehungskraft durch die Gravitation zu tun, sondern ihr Hintergrund ist etwas anderes. Wenn wir Gezeitenkräfte verstehen wollen, dann müssen wir verstehen, was passiert, wenn wir ausgedehnte Objekte in einem inhomogenen Gravitationsfeld, also einem ortsabhängigen Gravitationsfeld, fallen lassen. Der Begriff homogen bezeichnet immer etwas, was überall und in alle Richtungen immer gleich ist. Und Sie haben schon gelernt, das Gravitationsfeld, das ist nicht überall gleich, sondern die Gravitationskraft, die nimmt ja mit dem Abstand von dem Verursachen, also von dem Zentralgestirn, relativ zügig ab, nämlich mit 1 durch Abstandsquadrat. Sie erzeugt ein sogenanntes ortsabhängiges und damit inhomogenes Gravitationsfeld. Und wenn in so einem Gravitationsfeld ein Körper fällt, dann entstehen unter Umständen Gezeitenkräfte. So, und genau diesen Unterschied gucken wir uns jetzt an. Hier in diesem Fall auf der linken Seite dieser Grafik, da ist ein homogenes Gewichtskraftfeld symbolisiert. Wir sehen also die Kräfte, die hier potenziell wirken könnten durch diese Pfeile. Und diese Pfeile sind alle nach unten gerichtet und die Pfeile sind alle gleich lang. Das heißt, ganz egal, wo sich hier dieser kleine blaue Würfel oder dieses kleine Ei befindet, ja, es wirkt immer genau die gleiche Gewichtskraft drauf. Das ist auch die Annahme, die wir ja zur Gewichtskraft machen, dass die Gewichtskraft überall die gleiche ist und überall konstant ist. Und genau weil es so ist, dass die Gewichtskraft überhaupt nicht von dem Ort hier abhängt, deswegen fallen alle Körper gleich schnell und zwar ganz egal, wo wir sie loslassen. Ja? Sie machen also immer so parallele Fallkurven. Das sind hier die Parabeln für einen horizontalen Wurf. Jetzt können wir uns anschauen, wie das aussieht, wenn wir ein inhomogenes Gravitationsfeld betrachten, also tatsächlich mal in den Bereich gehen, dass die Abstände so groß sind, dass sich die Ortsabhängigkeit der Gravitationskraft und die Abstandsabhängigkeit der Gravitationskraft bemerkbar macht.
Nahe an unserem Körper ist die Gravitationskraft groß und weit weg von unserem Körper ist die Gravitationskraft klein. Wenn wir hier jetzt an unterschiedlichen Orten Körper werfen oder fallen lassen, dann fallen die auch unterschiedlich. Hier haben wir eine ziemlich flache Krümmung, weil die Kraft ja sehr klein ist, die die Kurve krümmt. Und hier haben wir eine sehr große Krümmung, weil die Kraft ja sehr groß ist, die die Kurve krümmt. Das heißt, das Erste, was wir mitnehmen müssen, in einem inhomogenen Gravitationsfeld fallen die Körper unterschiedlich. Nur in einem homogenen Gravitationsfeld fallen alle Körper gleich. Und das bringt uns auf die Ursache der Gezeitenkräfte. Denn Gezeitenkräfte treten immer dann auf, wenn ausgedehnte Körper in einem inhomogenen Gravitationsfeld fallen. Wir können uns das jetzt zum Beispiel so vorstellen: Auf einer Kreisbahn werden äußere Körperteile durch die Gravitationskraft weniger stark beschleunigt als innere Körperteile. Äußere Körperteile bedeutet also, die sind weiter weg von unserer Masse, von unserer Zentralmasse und dementsprechend spüren sie eine kleinere Gravitationskraft. So. Wenn aber nun diese Körperteile miteinander verbunden sind, stellen wir uns also hier zum Beispiel der Einfachheit halber mal eine Hantel vor, also hier eine Kugel und hier irgendwie so ein Verbindungsstück, so, dann fällt natürlich diese gesamte Hantel letztlich damit, wo ist ihr Schwerpunkt, an welcher Stelle ist ihr Schwerpunkt und dann wirkt die jeweilige Gravitationskraft auf den Schwerpunkt und die bestimmt also, welche Geschwindigkeit und welche Bahnkurve diese Hantel dann tatsächlich hat. Aber die untere Kugel, die spürt eine größere Gravitationskraft und die möchte eigentlich sich schneller bewegen und die äußere Kugel, die spürt eine kleinere Gravitationskraft und die möchte sich eigentlich langsamer bewegen. Denken Sie an den Kepler-Vorlauf und an die Keplerschen Gesetze. Je kleiner die Umlaufbahn, umso schneller auch die Umlaufgeschwindigkeit. Je größer die Umlaufbahn, umso langsamer die Umlaufgeschwindigkeit. Wenn die jetzt beide gezwungen werden, sich mit der gleichen Geschwindigkeit zu bewegen, weil sie nämlich miteinander verbunden sind, so, dann ist eigentlich hier die Gravitationskraft zu klein, sie erzeugt nicht die ausreichende Radialkraft und hier ist die Gravitationskraft zu groß, sie erzeugt eine zu starke Radialkraft. Das bedeutet also, dies hier wird nach innen gezogen und diese möchte eigentlich zurückbleiben. So, jetzt betrachten wir, haben wir also bisher die Kräfte auf unsere Hantelkugeln betrachtet. Das sind also hier unmittelbar und direkt die Gravitationskräfte. Und jetzt schauen wir mal, was das für Kräfte auf unsere Verbindung zwischen diesen beiden Kugeln bewirkt. Die fallen ja alle gleich schnell und damit sie, weil sie ja verbunden sind, müssen sie das ja so. Aber das bedeutet eben, die fehlenden Kräfte, die die Gravitationskraft nicht aufbringt, diese fehlenden Kräfte muss jetzt diese Verbindung der Körper, der beiden Kugeln aufbringen. Also die sozusagen der Hantelstab hier. Weil hier die Gravitationskraft zu groß ist, muss also hier der Hantelstab das nach oben ziehen, also weg vom Planeten. Und weil hier die Gravitationskraft zu klein ist, muss der Hantelstab das also nach unten ziehen und die Gravitationskraft verstärken. So. Das heißt also, hier wird einmal nach oben gezogen von der Verbindung und hier wird einmal nach unten gezogen von der Verbindung. Jetzt bemühen wir Aktio gleich Reaktio. Denn das bedeutet andersherum, unsere untere Kugel zieht also an der Verbindung mit einer gewissen Kraft und unsere obere Kugel zieht an der Verbindung mit einer gewissen Kraft. Und genau das ist das, was wir Gezeitenkräfte nennen. Das sind also die Kräfte, die Massenteile auf ihre Verbindung ausüben. Also, und weiter vom Planeten entfernte Massenteile ziehen nach außen und näher sich am Planeten befindliche Massenteile, die ziehen dann also sozusagen nach unten in Richtung Planeten.
Wir können das ungefähr so zusammenfassen, dass wir sagen, wenn wir so einen ausgedehnten Körper haben, der in einem Gravitationsfeld frei fällt und hier unten sei also jetzt zum Beispiel die Zentralmasse, dann wird so ein Körper in radialer Richtung auseinandergezogen. Ja, es wirken also Kräfte, die ihn auseinanderziehen, das heißt dehnen möchten. Und jetzt müssen wir es irgendwie nur noch schaffen, nur noch ist gut, jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, uns statt dieser Hantel mit den Kugeln unseren Planeten Erde und die Wassermassen vorzustellen. So, die obersten Wassermassen, die weg vom Mond gerichtet sind, die möchten sich eigentlich weiter weg vom Mond bewegen, die werden nach außen gezogen und ziehen an den unter ihnen liegenden Wassermassen. Und die Wassermassen, die Richtung Mond gerichtet sind, die möchten sich näher zum Mond hin bewegen und ziehen dann natürlich an den Wassermassen, die quasi unter ihnen liegen, also unter ihnen aus Sicht der Erde betrachtet. Natürlich über ihnen aus Sicht des Mondes betrachtet. Und das sind letztlich also die Gezeitenkräfte. Gezeitenkräfte sind immer Kräfte auf die Verbindung von verschiedenen Massen oder von Massen, die eben sich gezwungen werden, in einem inhomogenen Gravitationsfeld gleich schnell zu fallen, obwohl sie das eigentlich nicht möchten. Wir halten also fest, Gezeitenkräfte ziehen in beide Richtungen, nämlich einmal hin zum Zentralgestirn und einmal weg vom Zentralgestirn. Und das hat nun einige Konsequenzen. Wir gucken uns zuerst einmal an, was passiert eigentlich mit einem Mond, der um einen Planeten herumläuft. Die Gezeitenkräfte möchten diesen Mond ja auseinanderziehen. Und wenn dieser Mond jetzt zum Beispiel rotiert, also er hat eine Eigenrotation und dreht sich um sich selbst, dann bedeutet das, durch die Gezeitenkräfte bekommt er so eine längliche Form und gleichzeitig erzeugen die einen Drehmoment. Ja, wir haben also eine Kraft hier in diese Richtung und wir haben eine Kraft hier in diese Richtung. Und wenn der Mond sich also hier beispielsweise so rumdreht und so ein bisschen schräg gestellt ist, dann möchten die Kräfte ihn ja quasi wieder zurückdrehen. Ne? So, also so ein Drehmoment, das hier durch dieses Kräftepaar der Gezeitenkräfte erzeugt wird, das hemmt die Drehung. Und im Laufe der Jahrmillionen führt dann eben tatsächlich auch dieses Drehmoment durch die Gezeitenkräfte dazu, dass diese Eigenrotation des Mondes aufhört. Das nennt man dann gebundene Rotation. Das heißt, der Mond zeigt einem immer dieselbe Seite. Er hört also auf, sich um sich selbst zu drehen, wobei das nicht ganz richtig ist. Das heißt, in einem Umlauf, wenn er also sich einmal um seinen Planeten bewegt, bei der Zeit dreht er sich genau einmal um sich selber. Das muss so sein, wenn er einem immer dieselbe Seite zeigt, ne? Also wenn ein Mond einem immer dieselbe Seite zeigt, heißt das ja nicht mehr, dass er sich überhaupt nicht dreht, sondern er dreht sich eben genau einmal um sich selbst, wenn er einmal um den Planeten gelaufen ist. Diese gebundene Rotation, das ist das, was zum Beispiel unser Mond macht. Ja, der wurde also durch die Gezeitenkräfte schon quasi angehalten, also dessen Eigenrotation wurde so weit gebremst, dass er uns immer die gleiche Seite zeigt. Ursache dafür sind also die Gezeitenkräfte. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Gezeiten auf unserem Planeten an, also unsere beiden Flutberge, die wir hier haben. Da muss man einfach, den kann man nur dann verstehen, wenn man versteht, dass die Erde tatsächlich auch fällt. Das übliche Bild, was man im Kopf hat, ist ja, dass sich einfach nur der Mond um unsere Erde herum bewegt und die Erde dabei ruht. Das ist aber gar nicht die richtige Ansicht, sondern tatsächlich ist es so, dass Erde und Mond um einen gemeinsamen Schwerpunkt fallen. Das heißt, sowohl der Mond fällt im Gravitationsfeld der Erde, aber genauso gut fällt auch die Erde im Gravitationsfeld des Mondes. Und damit haben wir genau den Fall der Gezeitenkräfte erzeugt. Das heißt, die Erde fällt im inhomogenen Gravitationsfeld des Mondes und deswegen wirken auch auf die Erde Gezeitenkräfte.
Und diese Gezeitenkräfte möchten eben die Erde auseinanderziehen, länglich auseinanderziehen. Und das Beweglichste, was wir haben, sind die Wassermassen auf unserem Planeten. Und deswegen werden eben diese Wassermassen länglich auseinandergezogen. Und deswegen haben wir hier zwei Flutberge, einer, der immer zum Mond gerichtet ist und einer, der immer vom Mond weg gerichtet ist. Wenn wir uns das also anschauen, genauer betrachtet, ist das Kepler-Problem ein Zweikörperproblem, also das Erde-Mond-System. Da dürfen wir eben nicht annehmen, dass die Erde einfach nur ruht und der Mond drumherum kreist, so wie wir es bisher immer gemacht haben, sondern tatsächlich fallen die beiden um den gemeinsamen Schwerpunkt. Beide Körper umfallen also den gemeinsamen Schwerpunkt. Und der Fall der Erde um den Erde-Mond-Schwerpunkt, der erzeugt die Gezeiten der Erde. Sie sehen also, die Erklärung zu sagen, die Gezeiten auf unserer Erde entstehen, weil durch die Gravitationskraft des Mondes die Wassermassen der Erde angezogen werden, das ist eine fehlerhafte Erklärung. Die Physik, die dahinter steckt, ist ein ganzes Eckchen komplizierter und Gezeitenkräfte insgesamt sind ein ganzes Eckchen komplizierter als das, was da normalerweise so zu erzählt wird in diversen YouTube-Videos oder sonstigen Fernsehsendungen. Also da muss man ganz schön aufpassen, wenn man das richtig erklären möchte. Physikalische Zusammenhänge sind manchmal nicht ganz so einfach, wie es ihnen irgendwo vermittelt wird. Und das trifft insbesondere auf die Gezeiten der Erde zu. So, damit schließe ich für heute und komme noch einmal auf unsere Lernziele zurück. Sie haben also heute gelernt, wie Sie die Bewegung einer Rakete berechnen können, wie Sie die Umlaufbahn als einen freien Fall berechnen können und wie man auch die Fluchtgeschwindigkeiten berechnen kann. Sie haben die Begriffe Gewicht und Schwerelosigkeit kennengelernt und was Schwerelosigkeit tatsächlich ist, nämlich eine scheinbare Schwerelosigkeit, obwohl die Gewichtskraft weiterhin wirkt, weil nämlich die verschiedenen Massen überhaupt keine Kräfte mehr aufeinander ausüben. Dann haben Sie das Gravitationsgesetz kennengelernt und den Unterschied zwischen der Gravitationskraft und der Gewichtskraft. Wir haben die Keplerschen Gesetze besprochen und am Ende Gezeitenkräfte erklärt. Und damit schließe ich für heute.